Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist endlich soweit, meine Weihnachtsbäckerei hat eröffnet. Wie ihr wisst, komme ich aus Franken und zwar genauer gesagt aus Mittelfranken. Und was ist so typisch fränkisch für Weihnachten? Richtig, die Lebkuchen. Aus Nürnberg kommen die richtig leckeren Lebkuchen. Und so ein ähnliches Rezept möchte ich mit euch heute gerne backen. Und zwar gibt es bei mir heute die fränkischen Lebkuchen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch sagen, dass das Ganze wieder unter einer Kooperation von Chaos Kitchen 51 alias Tom stattfindet. Tom hat wieder einige YouTuber eingeladen, miteinander Plätzchen zu backen. Heute sind Rons Kitchen und ich dran. Schaut auch mal bei ihm vorbei, er macht auch ein ganz, ganz tolles Rezept. Ja, dann sage ich mal, red man nicht mal lang rum, fangen wir an. Wir brauchen für den Teig 6 Eier, 180 Gramm braunen Zucker, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Honig, 1,5 Esslöffel Lebkuchengewürz, 2 Teelöffel Zimt, 250 Gramm gemahlene Mandeln, 250 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm Orangschat, 200 Gramm Zitronat, dann brauchen wir noch so 250 Gramm Kuvertüre und O-Platten. Die sollten einen Durchmesser haben von 70 bis 90 mm. Los geht's! Als erstes geben wir die Eier in eine Schüssel und verrühren sie kurz. Da kommt dann der braune Zucker dazu und das Ganze wird weiter verrührt. Hat sich der Zucker aufgelöst, geben wir den Honig hinein. Das Salz nicht vergessen, das muss auch noch mit hinein. Und dann kommt das Lebkuchengewürz. Und der Zimt dazu und das Ganze wird kräftig miteinander verrührt. Das Ganze ist jetzt ziemlich flüssig, aber das ist schon in Ordnung. Da kommen dann die gemahlenen Mandeln dazu. Die werden dann kurz verrührt. Ich rate euch, die Maschine abzustellen und dann die gemahlenen Haselnüsse dazu geben und das Ganze weiter verrühren. Und dann wird es auch schon fester. Zu guter Letzt kommt dann noch das Orangschat hinein. Wie ihr seht, habe ich das in meinem Zerkleinerer etwas zerkleinert. Mir waren sie zu groß. Ebenfalls die Maschine abstellen und dann das Orangschat hineingeben und vorsichtig verrühren, weil jetzt wird es langsam auch ein bisschen schwer für die Maschine. Und das gleiche machen wir mit dem Zitronat. Das habe ich ebenfalls zerkleinert. Was ich im Rezept wirklich vergessen habe noch, ich habe noch gute 80 Gramm gehackte, also klein gehackte Haselnüsse dazu gegeben. Also die kommen noch dazu und das Ganze wird dann miteinander verrührt. Unser Lebkuchenteig ist nun fertig. Wir schalten den Ofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze. Dann brauchen wir ein Blech mit einem Backpapier. Und die O-Platten. Ja, und hier seht ihr jetzt, wie ich diesen Lebkuchenteig auf die O-Platten forme. Einfach so einen Esslöffel voll in die Hand nehmen, auf die O-Platte drücken, ein bisschen glatt drücken und mit den Händen halt ein bisschen formen. Ja. Kommt drauf an, wie dick ihr es haben wollt. Ich habe es ein bisschen dicker gemacht. Ich habe das so lieber. Manche mögen es flacher. Macht, wie ihr meint. Ja, und das machen wir dann mit den ganzen O-Platten. Also bei mir sind das hier 35 Stück geworden. Die kommen dann in den Ofen für 20 Minuten. Nach dem Backen müsst ihr sie komplett auskühlen lassen. So sahen sie dann aus. Wichtig ist bei Lebkuchen, dass der Teig
über die Oblatte hinausgeht. Das sind dann so die typischen fränkischen Lebkuchen. Weiter geht's mit der Kuvertüre. Ich habe jetzt zwei verschiedene genommen, und zwar einmal Vollmilch und einmal weiße Schokolade. Die schmelzen wir in einem Wasser, über einem Wasserbad, aber ich habe da noch Kokosfett mit rein, damit es ein bisschen geschmeidiger wird, weil Kuvertüre ist sehr fest. Dann holen wir einen Lebkuchen und tauchen ihn mit der Teigseite in die Kuvertüre komplett hinein und drehen ein bisschen rum, dass auch die Ränder schön bedeckt sind mit Schokolade. Zum Trocknen kommen die Lebkuchen wieder auf ein Backpapier oder auf ein Kuchengitter. Wie ihr hier seht, habe ich bei den Weißen noch ein paar Schokostreifen drüber gezogen, weil ich hatte noch ein bisschen Schokolade übrig und mir haben die Weißen so nackig nicht gefallen. Am besten schmecken die Lebkuchen, wenn sie noch so gute 2 Wochen ziehen dürfen. Aber man kann sie auch sofort essen. Ja, und das war es dann auch schon wieder aus meiner Weihnachtsbäckerei. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt und wenn ihr noch mehr von meiner Weihnachtsbäckerei erfahren wollt, dann abonniert meinen Kanal, weil es kommt noch ein bisschen was und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine besinnliche, ruhige und fröhliche Weihnachtszeit. Bis bald, tschüss! Ein großes Dankeschön nochmal an Tom von Chaos Kitchen 51. Es hat wie immer total Spaß gemacht und an euch da draußen, schaut doch bei den anderen vorbei. Es gibt ganz, ganz tolle Weihnachtsrezepte.